Es ist wieder Mittwoch und wir machen heute nochmal eine Runde Sammlungsreactions. Weiter geht's damit. Jawohl, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich muss meine Kamera mal wieder hier ganz ambulant anpassen, ihr kennt das ja schon, ne? Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir nicht mehr allzu viele Leute oder beziehungsweise allzu viele Sammlungen in unserer Liste, die wir noch uns angucken müssen. Es sind noch 6 Stück. Wir werden heute nicht alle schaffen. Wir werden heute wieder 3 sehr wahrscheinlich machen und beim nächsten Mal dann jo, halt ebenfalls wieder 3. Wir starten aber heute mit dem guten Heiko, würde ich sagen. Und ich muss mich wieder mal vorab entschuldigen, falls ich einen Huster vergesse rauszuschneiden. Ich bin immer noch am Husten, Junge. Es sind 4 Wochen jetzt mittlerweile und ich huste einfach immer noch zwischendurch. Wir lesen aber natürlich zuerst wieder seine E-Mail vor. Er hat geschrieben: Hallo Finchi, ich finde dein Format zu den Hallo Finchi, ich finde dein Format zu den Sammlungsreaktionen klasse und wollte nun doch auch mal meinen Beitrag dazu leisten. Ich bin 40 Jahre alt und spiele seit dem ersten Gameboy, PC und Videospiele. Richtig angefangen zu sammeln habe ich erst im letzten Jahr tatsächlich mit der Sega Dreamcast. Derzeit sind es 637 physische Spiele über alle Konsolen verteilt. Okay, wenn du erst richtig angefangen hast zu sammeln letztes Jahr, dann ist das schon mal ganz ordentlich. Da ich 2 Dachschrägen in meinem Hobbyraum habe, ja, kenne ich, schränkt mich das natürlich ein wenig ein, um alles vernünftig unterbringen zu können. Vielleicht hast du oder jemand anderes eine Idee hinsichtlich Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin ein Zahlenmensch und daher furchtbar unkreativ. Okay, meine Sammlung umfasst die folgenden Konsolen. Sega Dreamcast, 21 Spiele fehlen noch zum PAL Full Set, okay, alle Achtung. Saturn, Mega Drive 2 plus Sega CD 2 plus Master System 2. Nintendo, NES, SNES, N64, Wii, Wii U, Switch, DS Lite, New 3DS XL, Game Boy. Sony, PS1 bis PS4, PSP, PS Vita. Xbox, Classic 360, One Series X. Neo Geo CD, Blaze Evercade. Und viele weitere Mini-Konsolen. Da ich auch leidenschaftlicher Lego-Fan bin, habe ich den Raumtrenner Kallax beidseitig belegt. Okay, da bin ich ja sehr gespannt mit Lego. Ich teile die Fotos auf 2 E-Mails auf. Ich hoffe, das ist okay. Viele Grüße, Heiko. Gut, würde ich sagen, fangen wir hier vorne mal an. Ne? Und ich denke mal, da sehen wir auch direkt den Raumtrenner hier schon. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr aufgeräumt aus. Ich muss mal gerade gucken. Okay, weil bei mir, da ist auf dem Monitor, ist ja Dreck. Ich dachte gerade, das wäre auf dem Boden, aber es ist tatsächlich mein Monitor. Geradeaus sehen wir natürlich sehr, sehr viel Dreamcast. Okay, das kommt bestimmt später im Detail auch nochmal. Finde ich ja sehr, sehr faszinierend. Eine Konsole, mit der ich so gar keinen Kontakt hatte bisher. Wurde mal ganz, ganz kurz, glaube ich, bei meinem Kumpel André damals. Aber danach irgendwie nie wieder. Und hier links sehen wir oben, die Evercade-Sachen. Evercade ist auch eine ganz interessante Konsole. Ist ja eine moderne Retro-Konsole, möchte ich mal so betiteln. Okay, Switch sehen wir hier. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufgeräumt, das Ganze. Sehr, sehr ordentlich sieht das Ganze aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, mit der Dachschräge, ne? Also, was willst du machen? Ne? Das ist wirklich ein Problem. Das ist bei mir ja ähnlich hier mit der Dachschräge. Ganz viele meinten schon mal, ja, mach dir doch hier so ein schwenkbares Ding dran, dass man da quasi den Fernseher hinhängen kann und bei Bedarf kannst du ihn runterklappen und so. Ja, aber das ist alles ungeil, ne? Weil diese Schräge hier, das ist ja auch keine massive Wand. Ne? Das sind ja, ist ja alles nur Ölgips und so ein Gedöns und deswegen ist das nicht so stabil und kann man nicht so viel machen tatsächlich, ne? Außer Poster, aber Poster finde ich auch uncool. Poster ist so jugendzimmermäßig, wenn man das nicht ordentlich hinhängt, ne? Eine Dachschräge kann tatsächlich schwierig sein, ne? Naja, aber das sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ordentlich aus. Obendrauf sehen wir auch Lego-Gedöns. Bin ich mal gespannt, was da gleich noch so kommt. Dann haben wir hier die andere Seite. Okay, das Ganze sieht jetzt so aus, ne? Hier links sieht man schon mal so ein Geländer. Beziehungsweise das hier ist wahrscheinlich ein Kinderfallschutzgitter oder sowas. Ne? So sieht es zumindest ein bisschen aus. Und ja, das heißt, das hier wird natürlich ein Dachboden sein. Und dafür ist das schon recht groß, muss ich sagen. Klar, ist ein bisschen ärgerlich mit den Dachschrägen. Aber ist eigentlich doch okay. Ne? Das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, wenn ich jetzt das hier so sehe, sortier es, wenn du unbedingt Regale noch hinstellen möchtest, dann sortier dir diese beiden Tische mit dem PC und auch hier mit dem Fernseher, stell sie dir unter die Dachschräge. Na, das passt schon, da muss man nur etwas tieferes Ding nehmen. Klar, der Schreibtisch, ja, der müsste sehr weit in den Raum, aber dann hättest du wenigstens hinten die Wand für irgendwie Regale oder sowas. Ja, ist nicht so einfach. Ne? Okay, aber auf jeden Fall, hier sehen wir dann, ne, da gehen wir nochmal zurück. Das heißt, das ist der Dachboden, hier geht es wahrscheinlich runter, hier vorne so.
Da ist dann Lego, die Lego-Seite. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass du auch hier dann Lego baust. Bietet sich auch an mit den beiden großen Fenstern und so. Schon eine coole Idee eigentlich, ne? Ja, kannst du schön nebenbei YouTube-Videos gucken und so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Ich hätte ja auch gerne noch mehr Lego und hätte auch gerne noch mehr Platz dafür, aber es ist, ne? Also es geht nicht alles, ne? Und bei dir, das sieht schon ganz gut genutzt aus da, ne? Jo, so, dann haben wir hier den Fernseher mit ein paar Konsolen, ne, was du eben beschrieben hast, eine PS4, PS3, Xbox, einiges, eine Series X ist dann wahrscheinlich deine Hauptkonsole, gehe ich mal von aus. Und ja, hier natürlich links der Schornsteinschacht, wo man da rein, die Öffnung, ne, das kenne ich vom Dachboden oben, geht halt nicht anders. Ne. Wo jetzt Fragen kommen, was ist da in der Wand? Das ist, um den Schornstein zu warten, ne, für den Schornsteinfeger und so. Ja, kann man halt nichts dran ändern, das Ding ist halt da. Ne. Jo, so, also jetzt gehen wir wieder zurück, glaube ich. Ne? Genau, hier, okay, dann sehen wir hier einige Mini-Konsolen, hast du ja gesagt. Ne? Okay, Mini-Konsolen, da sieht man eigentlich immer nur so die Standardvertreter. Einen NES Mini, mal eine PlayStation Mini und mal ein Super Nintendo Mini. Aber hier ist auch noch eine Mega Drive Mini, müsste das dann sein hier? Oder? Ja, doch. Sega Mega Drive Mini. Dahinter ist doch das normale Mini, ne? Also Sega Drive 1 und 2 Mini, oder was ist das? Hier der Amiga Mini. Ein Evercade ist übrigens, wie gesagt, eben diese. Ne, da gibt es, was coole an der Evercade-Konsole ist, dass man, ein Evercade ist quasi, da gibt es im Grunde so Indie-Retro-Titel drauf, ne, die auf einer Cartridge geliefert werden. Ich weiß gar nicht genau, was das für, ob das alles Indie-Sachen sind, ob das auch von großen Firmen unterstützt wird, dieses Gerät. Auf jeden Fall ist Evercade eine eigene Konsole. Ich weiß gar nicht von welcher, ne, also, ja klar, wir haben es eben gelesen, ne, also die Marke ist dann schon klar, aber. Das gehört jetzt nicht zu Sony oder zu Nintendo oder sowas. Und es gibt halt auch eigene Module drauf. Und das Coole ist, diese Module, es gibt von Evercade eine stationäre Konsole und ein Handheld. Also nicht so Switch-mäßig, dass man das quasi ja, kombinieren kann, so eine Hybridkonsole. Nein, es gibt zwei Konsolen, ein Handheld und eine stationäre. Und man kann diese Module in sowohl die stationäre als auch in die Handheld-Konsole stecken. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Wenn man Bock hat auf so Retro, Indie-Sachen ist auch nicht so richtig teuer. Ich glaube, um die 100 Euro kostet die Konsole oder vielleicht ein bisschen mehr. Ja, gibt es auf jeden Fall ganz coole Sachen da drauf. Hier oben sieht man es ja noch. Ne? Das ist quasi die stationäre Konsole, denke ich mal. Und das hier unten ist dann das Handheld. Da gibt es auch verschiedene von. Ich glaube, du hast dann beide hier, ne, glaube ich. Ja, ist schon ein cooles Teil. Ich hatte auch mal kurz überlegt, weil der Florian, der Zock-Amigo, der hat das Ding auch, feiert das auch komplett. Aber ich weiß nicht, ne? Also, dann würde ich mir eher einen Retron kaufen, einen Retron 5, damit ich meine alten Retro-Spiele spielen kann und nicht nochmal eine Zusatzkonsole mit nochmal anderen Spielen, ne? Jo. Okay. So viel zu diesem Thema, ne? Dann gehen wir mal weiter. Das sehen wir hier oben drauf nochmal. Okay, das ist ja auch ein. Junge, das sieht von hier aus wie ein. Was für ein 1A-Zustand ist das denn bitte? Richtig gut, ey. Ich muss da gerade gucken. Nicht, dass hier oben hier riecht es irgendwie so. Ich habe da die Kerzen ausgemacht, okay. Nicht, dass hier die Bude abfackelt, während ich drin sitze. Wäre ja schade um die Spiele. So, Neo Geo ist auch ein Ding, wo ich keinen Kontakt zu hatte. Genauso wie ein Dreamcast und generell die Sega-Sachen. Ich habe das halt früher nie selber besessen. Sega Saturn und wie sie alle heißen, war nie meins. Habe ich immer nur bei Verwandten und Freunden gespielt. Joa. Sieht auf jeden Fall alles sehr ordentlich aus, ne? Sehr sauber, sehr gute Zustände, muss man sagen. Auch hier die Kartons, ne? Guck dir das mal an. Und gut, das ist das Neo Geo Mini, das wird jetzt noch nicht so alt sein, ne? Aber kann sich auf jeden Fall so sehen lassen, der ganze Krempel. Du kannst ja gerne mal, wenn das mit dem Evercade, was ich da so erzählt habe, eben, ist, glaube ich, eine Konsole, die die wenigsten so auf dem Schirm haben, ne? Klar, so Sachen wie Neo Geo und diese ganzen Sachen, das ist schon bekannt irgendwie, ne? Diese Retro-Dinger. Aber jetzt eine neue Retro-Konsole, das ist, glaube ich, für die wenigsten bekannt. Kannst du gerne in die Kommentare mal ein bisschen genauer beschreiben, was das Ding so kann, wo das herkommt und so weiter und so fort. Vielleicht unterstützenderweise auch durch den Florian, den Zockamigo, wenn er das sieht, ne? Der kennt sich auch mit dem Ding aus. Ich glaube, der René von meinem Discord hat es auch. Also ein paar Leute haben das Ding schon, aber so richtig bekannt ist das Teil nicht. Ne? Gut, dann haben wir hier den sogenannten Raumtrenner, ne, von dir. Da sehen wir mal ein paar Spiele. Guck mal da mal so oberflächlich drüber. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Klar, hier links haben wir dann, das müssten dann die Evercade-Sachen sein. Ne? Kann das, liege ich da richtig in der Annahme? Auf jeden Fall gibt es da hier auch, guck mal, die sind alle durchnummeriert.
Was heißt das denn, dass sie durchnummeriert sind? Ist das dann von einer bestimmten Marke oder Firma oder wie muss ich das verstehen? Oder eine bestimmte Spielereihe? Okay, hier steht überall Collection hinter. Und da steht überall Arcade hinter. Okay, auch da, wie gesagt, klär mich bitte da auf, weil dieses Ding, ich finde es, wie gesagt, mega interessant, aber naja, ich werde es mir wahrscheinlich nicht zulegen. Dann haben wir hier unten Wii, sieht man auch nicht so häufig die letzte Zeit. Ist auch nicht so mega viel, was du da hast, aber ich denke mal, ja, so die Größenordnung ist auch meine Sammlung, also ne, ja, reicht doch dann, ne, wenn man die wichtigsten Sachen für sich da hat, für die alten Sachen. Red Steel 2, ich glaube, das ist dann Red Steel 1 hier vorne, kann das, oder nee, das ist diese Mario-Dings, ne, müsste das sein hier vorne. Ah, schade, dass man das nicht sehen kann jetzt. Rayman Legends, das beste Wii U-Spiel meiner Meinung nach, oder eins der besten Wii U-Spiele überhaupt. Top 5 wäre das definitiv, ich meine gut, bei einer Wii U gibt es auch nicht so mega viele Spiele, ne? Aber es wäre auf jeden Fall in der Top 5 mit dabei. Ne? Gut, haben wir hier PS3, PS4, haben wir in den letzten Videos halt immer wieder gesehen, ne? Deswegen da müssen wir jetzt nicht nochmal so durchgucken, aber wie gesagt, interessant finde ich hier oben diese ganze Geschichte. Ja, das ist schon eine, ne, mit der Dreamcast und dieser Evercade-Ecke so, das ist schon eine ausgefallene Sammlung, ne? Muss man schon sagen. Da sieht man es nochmal im Detail hier oben. Wer Bock hat, sich das alles mal durchzulesen, kann ja gerne pausieren. Ne? Hier Irem Arcade, Irem, das ist natürlich Shooter und so. Irem hat ja früher auch, glaube ich, die R-Type-Spiele gemacht und so. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Dinger gibt es da. Okay, hier sehen wir nur noch mal alle Spiele im Detail. Ja, hast du noch mal alle einzeln fotografiert, haben wir ja eben schon durchgeguckt, würde ich mal so behaupten. Ich will es jetzt auch nicht zu lange ziehen, ne? Komm, wir sind ja jetzt schon sehr, sehr lange dran hier, aufgrund dieser Evercade-Geschichte. Ich gehe noch mal eben weiter, weil da müssten theoretisch ja noch die Dreamcast-Sachen kommen. Genau, da sind sie nämlich. Oh, die Rückwand. Oh, sehr interessant. Okay, wird doch ein bisschen länger noch. Dreamcast. Ich weiß nicht, kann man das hier so lesen? Das, wie gesagt, ein paar Sachen, die mir jetzt ins Auge stechen. Was kann ich denn nennen? Hier, Revolt habe ich gerade direkt gesehen. Revolt ist ein sehr, sehr cooles arcadiges Rennspiel mit so kleinen ferngesteuerten Autos und so. Habe ich früher gerne gespielt, ne? Ja, GTA 2, sehr, sehr gutes Spiel. Habe ich damals unfassbar lange gespielt. GTA 1 und GTA 2, weiß ich noch, war damals bei meiner ersten Voodoo 3DFX-Grafikkarte irgendwie mit dabei. Haben wir gesucht und ohne Ende. Wir kannten es ursprünglich gar nicht. Wir wussten gar nicht, was das ist. Haben aber dann im Netzwerk immer gespielt und uns gegenseitig überfahren und solche Geschichten. War immer sehr witzig. Okay, ganz oben haben wir auch noch hier Dino Crisis, Last Move 4. Ja, da gibt es schon auch einiges, ne? Krass. Und da fehlen jetzt quasi nur noch 21 Spiele und es ist ein Fullset, ja, alle Achtung, ey. Nicht schlecht, ey. So, und da haben wir die Rückwand von der Lego-Seite. Okay, krass. Okay, das sind also nicht diese typischen Modelle, die man sonst überall so sieht. Hm, klar, man sieht oft Star Wars, man sieht oft Harry Potter, diese alten klassischen Dinger wie diese Ritterburgen und hier dieses Fort und dieser ganze die Piraten, diese Flute Karibik angehauchten Sachen, ne? Also diese, das müssten doch theoretisch alles ganz alte Sets sein, oder? Auf jeden Fall mega gut, ja, die habe ich früher geliebt als Kind, solche Sachen. Du hast aber, das sieht wirklich alles aus, als wäre das so Piraten Flute Karibik Style, ne? Ein kleines Piratenfort nochmal in der Ecke, ein Piratenschiff sogar. Sehr, sehr cool, ey. Guck mal, hier oben sind die ganzen Schiffe, jo. Ist da nicht auch was von One Piece bestimmt dabei? Okay. Guck mal hier. Und da ist direkt was für mich, ne? Hier sehen wir eine Powerwolf-Sammlung. Ich mag ja Powerwolf auch sehr gerne. Eine Metal-Band, eine Power-Metal-Band aus Deutschland, aus Saarbrücken tatsächlich. Haben sie oder dort haben sie sich gegründet damals. Mag ich sehr gerne Powerwolf. Aber eher live. Also, ich habe sie selbst live noch nicht gesehen, aber so live auf YouTube, ne, wenn sie da auf irgendwelchen Festivals spielen, kann man sich auf jeden Fall gut angucken, wenn ich machen. Hat immer wieder Laune. Ja, und dann hier oben die ganzen alten oder noch neue, ich weiß es auch nicht, auch hier gerne, klär mich auf. Wird ein langer Kommentar, den du da verfassen musst, lieber Heiko. gerne über alle Sachen aufklären. Ein paar Panzer aus Lego, Junge, habe ich auch noch nie gesehen. Sind das selber irgendwelche Mocs oder kann man die so kaufen? Muss bestimmt kein richtiges Lego sein, sondern halt irgendwelche anderen Klemmbausteine, aber ja, krass. Nicht schlecht, ey. Okay, komm, wir gehen nochmal weiter. Haben wir noch ein Foto? Jawohl, da haben wir noch eins, das ist das letzte. Und da sehen wir dann noch den Thanos-Handschuh hier mit den 5 Steinen da drin, ne? Oder 4, ich weiß gar nicht. Nicht gesehen. Dann haben wir noch ein bisschen die Infinity Stones, so heißen sie, glaube ich, ne? Ja, bisschen Batman, bisschen Guardians, der Avengers-Turm.
Und dann hier auch wieder ganz viel Piraten-Setting. Geil, das finde ich gut. Das finde ich cool, wo man hier so rein kann und so. Mega. Feier ich komplett. Ja, richtig geil. Geil, das Krokodil, das hatte ich auch früher. Diese Dinger, die sind so großartig. Ja, schick. Sehr, sehr cool. Ja, schönen Raum hast du da, lieber Heiko. Auf jeden Fall. Klar, und mit dieser Dachschräge ist immer ärgerlich, aber du hast es doch gut genutzt, ne? Also kann man jetzt eigentlich nichts nicht meckern, würde ich sagen. Okay, das war der gute Heiko. Wir gucken mal weiter. Als nächstes kommt der Pfirsichkrieger. Der hat geschrieben: Hi Finchi, danke für den Format, dass du auf Sammlungen anderer reagierst. Ich wollte mich auch für deine Videos immer bedanken, die du machst. Diese schaue ich sehr gern, vor allem beim Sport zu Hause. Dann habe ich eine Unterhaltung dabei. Ja, und vor allen Dingen eine Motivation, nicht so auszusehen, wie ich es tue. Ja, freut mich immer, wenn die Videos von mir gut ankommen und bei irgendwas genutzt werden. Sehr, sehr gerne. Freut mich. Ich habe jetzt mal meine Nintendo DS und 3DS-Spiele aus dem Keller geholt. Die sind in einer Box, da im Wohnzimmer kein Platz ist. Genauso wie die Xbox One und Switch-Spiele, die alle in einer Schublade sind. Die Filmsammlung von mir und meiner Frau nimmt viel Platz ein. Die Xbox 360-Spiele habe ich jetzt nicht aus dem Keller geholt, dazu hatte ich keine Lust mehr, aber das sind auch an die 50-Plus-Spiele. Ist auch nicht so wild, weil Xbox 360 und sowas alles haben wir mittlerweile wirklich ganz viele Sachen gesehen und meistens ist es ja doch ähnlich, ne? Ich habe hier einmal für dich, wie schon gesagt, einmal eine Nintendo DS und 3DS-Spiele. Dann noch alle Nintendo Switch-Spiele plus Zubehör. Die digitalen Spiele habe ich jetzt nicht noch mit aufgezählt, die ich auf der Nintendo Switch und Xbox habe. Dann habe ich noch meine Xbox One-Spiele und zwar Evercade-Handhelds plus Evercade, ist ja heute Evercade-Time oder was? Geil. Plus Evercade-Module mit dabei. Ich wünsche dir eine entspannte Woche, dir und deiner Familie noch alles Gute und beste Gesundheit. Freundlichen Grüßen, Marcel, der Pfirsichkrieger. Okay. Ja, verrückt, da bin ich mal gespannt, ey, weil wie gesagt, Evercade, ist jetzt noch nicht so häufig hier. Ich glaube noch gar nicht bisher. Zumindest nicht so offensichtlich. Ja, wie gesagt, heute geht es um die Konsole, die kein Mensch kennt. Also die wenigsten. So, ich glaube sogar nicht das Video. Dann klicken wieder alle. Das finde ich gut. Danke dafür. Okay, hier sehen wir aber erstmal ein paar Nintendo DS-Spiele und da sind auf den ersten Blick direkt ein paar Sachen bei, die ich auch gerne hätte. Nämlich hier links Final Fantasy IV, Final Fantasy VII Revenant Wings, Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, das. Und auch Final Fantasy 3. Ja, krass, ey. Das sind, ey, guck mal, das ist sowieso hier, ne? From the Abyss. Darkglade. Klingt, Darkglade könnte ein Shoot'em up sein oder so. Star Fox Command. Warhammer. Okay, das ist auch quer gemischt. Also, krass. Prince of Persia, The Fallen King. Prince of Persia, die vergessene Zeit. Die Abenteuer von Aragorn. Was hat das für Spiele? Hab ich noch nie von gehört, ey. Na klar, die Prince of Persia-Dinger schon, aber Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn. Okay, nicht schlecht. Ja, sehr schöne Rollenspielsammlung auf jeden Fall, ne? Wenn man hier das so sich so anguckt. Schade, dass das so ein bisschen vergilbt ist, ne? Das wäre natürlich noch perfekt. Ja, sind bestimmt nicht so billig hier, diese ganzen Final Fantasy-Dinger, ne? Natürlich Children of Mana habe ich im letzten Video ja quasi ein bisschen behandelt, dieses Spiel. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, cool, auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sammlung. Ich bin mal gespannt, da müsste jetzt ja die 3DS-Sammlung kommen. Und die sieht auf den ersten Blick ähnlich aus. Da sehen wir auch direkt die Pokémon, dann ganz klar. Dann haben wir hier links aber auch Final Fantasy Explorers, Fantasy Life, Bravely Default und Bravely Second, CS Rhythm, Final Fantasy, Tales of the Abyss, ja, Dragon Quest 7, Fragmente der Vergangenheit. Fehlt ja noch hier Dragon Quest 8, glaube ich. Ach doch, nee, da oben ist es ja. Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, das habe ich auch hinten im Regal stehen. Ja, auch hier sehr rollenspiellastig, ne, und Lego-Spiele und so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Sammlung. Muss ich mir auf jeden Fall mal ein paar Spiele von notieren, die ich mir dann auch irgendwann mal noch zulege. Mal gucken, was die so kosten. Diese Final Fantasy-Sachen für den Nintendo DS, die wären echt mal mega interessant, ne? Weil ich hatte ursprünglich mal geplant, mir die Switch, also diese Remaster Collection, wie heißt das Ding? Dann gibt es so Play Asia, wo Final Fantasy 1 bis 6, glaube ich, drauf ist. Als Pixel Remastered. Ist mir aber zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mit diesen DS-Spielen dann irgendwie günstiger hinkomme, vielleicht muss ich da mal gucken. Aber ich glaube fast, dass dann doch diese Collection irgendwie günstiger sein könnte. Okay, sehr cool. Dann haben wir hier die Nintendo Switch mit ein paar Sachen, ne, die du drauf hast. Hier installiert das Grandia 2, Lost 4. Auch hier direkt auf den ersten Blick sehr rollenspielmäßig wieder, ne? Grandia, Lost 4, direkt jetzt meine Rollenspiele. Crypt of the Neko Dancer. In dieser hier, ne? Ist das nicht die? Ah, ne, das ist tatsächlich Crypt of the Necrodancer, ne? Es gibt das ja auch mit
wie heißt es denn noch? Cadence of Hyrule, glaube ich, ne, war das, oder? Ja, wo das quasi dieses Rhythmusspiel im Hyrule-Universum. Okay, egal, wir gucken uns aber mal die Sammlung an. Legend of Kay Anniversary. Ein Spiel, was ich schon ganz, ganz oft mir fast gekauft hätte, aber ich habe da nicht so viel Gutes von gehört bisher. Ich habe es mal, glaube ich, damals im Stream beim Herr Consolero oder so gesehen, kann das sein? Fand ich ganz okay, aber muss ich mir dann letzten Endes doch nicht holen. Dann hier ein bisschen Metroid. Auch hier wieder viel Rollenspielkram, ne? Hier Xenoblade Chronicles, Baten Kaitos 1 und 2, Live Alive, Bravely Default 2 nochmal. Die Ys-Reihe, auch eine Reihe, die komplett an mir vorbeigegangen ist bisher. Lacrimosa auf Dana, Monstrum Nox. Hört sich alles mega gut an irgendwie, aber ist komplett an mir vorbeigegangen. Du bist also ein großer Rollenspiel-Fan, würde ich mal so behaupten. Ne? Zwischendurch auch mal so ein paar Ausreißer, wie hier in Tormented Souls, ne? Was ja ein Silent Hill Klon ist in Anführungszeichen, oder Resident Evil Klon. Resident Evil Klon der alten Schule sozusagen. Ja, krass. Aber, ne, okay, aber noch mehr Switch-Spiele. Noob. Factionless. Okay. Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Das ist ein Spiel, was ich schon lange, lange auf der Wunschliste habe, aber leider ist es momentan komplett ausverkauft. Es gab eine Zeit lang sogar noch die Collector's Edition, wo dann eine Figur von Captain Tsubasa halt dabei ist, ne? Aber das war mir damals zu teuer. Ja, hätte ich es mal gekauft für einen Huni oder so. Jetzt ist es komplett weg. Leider. Okay, kommen wir direkt weiter, denn wie gesagt, mich interessiert ja noch die Evercade-Sammlung. Die müsste dann theoretisch noch kommen, ne? Hast du ja so angekündigt. Xbox One, ja, oder Xbox generell, ne? Hier, dann müsste das hier, Xbox, müsste dann die Series X sein, ne? LX2, Spellforce 3, Reforced, okay. Ne? Call of Duty ein paar. hier fällt mir dann direkt auf, dass es anscheinend auf der Xbox nicht so viele Rollenspiele gibt, ne? Weil man sieht, hier unten nur Baldur's Gate 1 und 2 in der Enhanced Edition. Die mittlerweile für die Switch unfassbar teuer ist, diese Edition da. Dann Spellforce, Alex, Tales of Arise, Nier Replicant, Neverwinter Nights. Ja, okay, gibt doch ein paar, ne? Aber bei weitem nicht so diese typischen Sachen, die es halt auf der PlayStation oder bei Nintendo halt gibt, ne? Wenn man so Rollenspiele cool findet. Ken Follett, die Säulen der Erde, ein sehr, sehr cooles Point and Click in dem Sinne, ne? Muss ich mir auch mal geben, habe ich nämlich auch hinten im Regal stehen. Und das Buch, beziehungsweise auch die Buchreihe, die Säulen der Erde und auch der Film, ziemlich cool auf jeden Fall. Habe ich sehr gerne geguckt und auch gehört. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Okay, war es das jetzt oder kommt noch die Evercade-Sammlung? Ah doch, da kommt noch was, sehr schön. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was Specialiges, ne? Life is Strange und auch sehr schön hier hinten Tales of Vesperia in der Definitive Edition, in der Premium Edition. Okay. Weiß jetzt gar nicht. Die Definitive Edition habe ich, glaube ich, hier auch für die Switch, aber dann nicht in der Premium Edition. Was auch immer dann da noch dabei ist. Terminator Resistance ist von Tyon und das sind, glaube ich, auch die, die jetzt das Robocop-Spiel letztes Jahr gemacht haben, was ja sehr gut sein soll. Ne? Also das Terminator Resistance war ja schon wohl nicht so schlecht. Ich muss aber dazu zugeben, dass ich A, nicht so der riesen Terminator-Fan bin, beziehungsweise gar nicht und genauso wenig Robocop-Fan bin. Ne? Deswegen sind diese Sachen mir komplett egal, muss ich sagen. Soll aber für Fans dieser Franchises doch sehr gute Spiele sein. Ne? Aber jetzt kommt das, worauf ich mich gefreut habe, das zu sehen, nämlich die Evercade-Dinger. Und hier ist das schon wieder so. Ne? Du hast jetzt nicht ganz so viele wie der gute Heiko von eben. Aber auch hier sieht man, okay, es gibt da, ist das der links jetzt, sind das jetzt auch wieder diese Handhelds? Oder ist das nochmal was anderes? Compatible with Evercade Cartridges? Hä? 18 Arcade Classics? Space Invaders Bubble Bobble? New Sealand Story? Restchen? Was zum Geier? Was ist denn das für eine Collection? Also, was ist denn das? Kann man die so auf diesem Mini-Ding spielen? Aber da steht doch Compatible with Evercade Cartridges. Oder kann man die dann auch da rein tun in dieses Teil? Auch bitte, klärt mich dazu auf. Also, ich bin mega gespannt. Diese ganzen Evercade-Dinger ist, wie gesagt, ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Aber ich habe gar keine Ahnung davon. Auch diese Collection hier. Guck mal, Street Fighter 2, Mega Man, Final Fight mit dabei. Diesem Gerät dann hier, oder was? Super Pocket. Capcom Edition und die Taito Edition. Na gut,
Okay. Hyper Megatech. Geil. Hyper Megatech. Jawohl. Okay, sehr cool. Ne, auch eine sehr, sehr schöne Sammlung. Jetzt ne, mal ein paar coolere Sachen präsentiert hier als immer diese Standardsachen, Switch, PS5 und so weiter und so fort. Diese Evercade-Geschichten, wie gesagt, mega interessant. Gut, dann noch vielen Dank an dich, lieber 40-Krieger, und dann gehen wir nochmal eine Sammlung weiter. Die letzte Sammlung ist vom guten Jan P. und der schreibt: Moin Moin, Finchi, du weißt ja, Moin Moin, ne, ist Gesabbel. Im Norden sagt man nur Moin, habe ich gelernt. Alles andere ist Gesabbel. Bin erst vor kurzem auf dein Videoformat gestoßen, in dem du auf die Sammlungen der Community reagierst. Finde ich richtig cool und verfolge deine Videos nun mit Begeisterung. Da dachte ich, ich kann auch zu dem Format etwas beitragen und ein paar Fotos meiner noch relativ kleinen Sammlung einsenden. Ich sammle erst seit circa 2 Jahren, mal mehr und mal weniger aktiv. Dabei befindet sich meine Sammlung noch voll und ganz im Aufbau. Ich sammle hauptsächlich Spiele aus meiner Kindheit, Spiele, mit denen ich in Vergangenheit anderweitig Berührungspunkte hatte und diese cool fand, oder Spiele, die ich in Zukunft unbedingt noch spielen möchte. Also fast alles. Ich hoffe, die Fotos sind gut erkennbar. Bleib so, wie du bist, und verliere niemals deine Lust an der Sammelleidenschaft. Sieht momentan nicht so aus. Mit freundlichen Grüßen, Jan. Supi, dann öffnen wir mal das erste Foto und da sehen wir direkt ein volles Regal mit ganz, ganz vielen verschiedenen Plattformen. Ne? Also das ist, da sieht man, das ist aber, ich finde das immer cool, ne, wenn man so zurückguckt jetzt, weil man sieht hier ganz klar, du hast ja geschrieben, vor 2 Jahren ist angefangen, mal aktiver, mal nicht so aktiv. Man sieht, aus allen Bereichen ist aber irgendwie was da. Dann haben wir PlayStation, wir haben Nintendo, wir haben ja eine Wii, wir haben einen Handheld-Bereich, wir haben Retro-Gameboy-Sachen, sogar ein paar OVPs, wenn ich das da richtig sehe, ne, auch sehr cool. 2 Gamecubes da oben, ja, ein N64, eine PS2, einen passenden Fernseher daneben, mit einem kleinen Pflänzchen hinten dran. Secret of Evermore in der Big Box einfach mal so da rumliegen, ja moin. Spint hätte ich fast gesagt. Ein Safe unten drin. Cool. Dann erinnere ich mich immer so ein bisschen zurück, wie das bei mir begonnen hat. Ne? Weil ich bin ja nun schon, was das Sammeln angeht, jetzt, also, ich habe schon lange gesammelt, aber so richtig aktiv gesammelt habe ich ja erst mit Beginn meiner YouTube-Zeit. Und das war halt, ist jetzt auch schon wieder, ich sag mal, 12 Jahre her, ne, locker. Und da sah mein Regal ähnlich aus. Ne? Und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass man hier nochmal so eine Art Rückblick quasi bekommt, wie so eine Sammlung halt beginnen kann. Ne? Und dafür hast du schon sehr viel, ja, sehr viel Variation da drin. Ne? Finde ich ziemlich cool hier, ne? Mit den ganzen verschiedenen Sachen so auf den ersten Blick. Ja, schön. Gehen wir mal weiter gucken. Vielleicht sehen wir noch ein bisschen im Detail, was da so bei ist. Ein Alf, da wird der Bernie sich freuen. Auch wenn der Bernie diese Videos nicht guckt, das weiß ich ja. Auf jeden Fall würde der Bernie sich über diese Alf-Sachen freuen. Ich bin jetzt nicht so der Riesen-Alf-Fan. Hab's früher geguckt, wenn es mal irgendwie zufällig lief, aber war nie so heiß darauf, dass ich unbedingt, ne, dann an den Fernseher musste, wenn es dann losging oder so. Diese riesigen Aufsteller hier fand ich eine Zeit lang auch cool. Ne? Du hast ja hier den Zelda-Aufsteller und den Kirby. Ich habe noch im Keller einen von, wie hieß das, Boxspiel damals noch da auf der Switch, was ganz am Anfang kam. Wie hieß denn das noch? Ja, dieses, wo man da mit den Joy-Cons rumboxen konnte. Und ich hatte mal eins von Mario Kart 8 Deluxe. Das habe ich an den guten Bambi Plattfuß damals mal geschickt. Ja, ne, also wenn man am Anfang Platz dafür hat und so. Ich habe halt keinen Platz mehr dafür gehabt. Ne? Deswegen ja, habe ich die Dinger irgendwann mal. Wobei, jetzt hätte ich da hinten vor meinem Fenster hätte ich Platz. Ne? Weil ist ja leider kein Hundekissen mehr da. Sehr, sehr traurig. Naja, okay, so viel dann zu dieser Ecke hier schon mal. Gehen wir nochmal weiter. Hier kommen wir jetzt im Detail zu den Spielen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Guckt mal hier. Ne, allein schon, wenn man so eine Sammlung beginnt, auch diese Präsentation gefällt mir wirklich gut. Mit diesen, ne, dahinter sieht man die OVP, teilweise mit Schutzhülle, teilweise ohne. Ist das richtig? Ich glaube schon. Ne? Und dann natürlich auch hier die Spiele so noch in diesem Ding. Hast du das 3D gedruckt wahrscheinlich, dieses Ding? Ne? Selber gemacht oder gekauft? Würde mich mal interessieren, weil ich ja noch so eine Möglichkeit suche, meine, ja, ein paar Spiele, so ein paar Module zu präsentieren, aber ich hätte gerne etwas, das ich, ne, es gibt, man kann die ja kaufen noch bei eBay oder so, so gedruckte Dinger, da gibt es immer meistens nur, entweder nur Gameboy-Module oder nur Super Nintendo-Module oder eben nur NES-Module und so weiter, aber ich hätte gerne was, wo ich verschiedene Sachen reintun kann, aber da müsste ich mir mal, das kann mir bestimmt jemand drucken, aber da müsste ich mir mal Gedanken machen, für wie viele Spiele und wie das angeordnet sein soll und so weiter und so fort. Gut, ein Game Boy Advance, ein Nintendo DS und ein normaler Game Boy, glaube ich. Ne? Dann haben wir hier den Pokémon Sun.
2DS, beziehungsweise ein 2DS mit Pokémon Sun halt drauf. Ne? Und hier oben der New 2DS XL in dieser grünen Edition. Finde ich auch eigentlich ziemlich stylisch, diese Dinger. Ne? Ich habe in der New Nintendo 3DS XL, habe ich hinten, ich habe damals sogar überlegt, mir den auch noch zu kaufen. Ja? Einfach, weil ich dieses 3D-Feature nicht brauche. Ich wollte aber auch diesen Majora's Mask 3DS XL, den ich da habe, diesen New 3DS XL, nicht benutzen, weil ich Angst habe, dass der ja abgenutzt wird. Und da habe ich sogar überlegt, mir so einen zu holen, weil ich mit meinem normalen 3DS XL, ja, weiß ich nicht, das Display ist halt größer von den Dingen und so, aber man kann es auch übertreiben, ne? Also, okay, dann sehen wir hier ein Quietsche-Entchen mit Bovis Vietna. Oder was steht da drauf, ne? Boris Vietna. Bovis oder Boris? Wer ist denn das? Klär mich bitte auf, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt googeln natürlich. Komm, wir googeln mal ganz schnell hier ambulant am Handy. Ah, Boris Brechia, ein DJ. Deutscher DJ und Musikproduzent. Er selbst beschreibt seine Musik als Hightech Minimal. Aha. Sein Markenzeichen ist eine venezianische Maske, welche er bei Konzerten für einen Teil seiner Auftrittszeit trägt. Aha, ja, deswegen auch dieses Ding da oben drüber, ne? Alles klar, ergibt schon Sinn. Kenne ich nicht. Kenne ich tatsächlich nicht, obwohl ich ja eigentlich auch früher sehr viel. Ja gut, ist wahrscheinlich kein Techno, sondern halt so Minimal oder sowas, ne? Okay, hätten wir das auch geklärt. Pikachu natürlich auf den Pokémon-Dingern darf nicht fehlen. Ja, was ist das hier oben nochmal? Ein Togepi, glaube ich, ne? Okay, komm, weiter. Dann haben wir hier Nintendo DS-Spiele, jede Menge, alle mit Schutzhülle versehen, sehr schöne Zustände auch, muss man sagen. Ne? Hier sieht man sogar noch neue Dinger drin. Ne? Hier ist noch die Banderole von Nintendo drumherum, um diese Pokémon Pearl Edition oder Perl Edition. Ne? ja, was soll ich sagen? Ne? Hier vor ein paar. Die sind aber falsch rum da drin, mein Freund. Was ist denn da los? Die sind falsch rum. Hallo. Man muss die richtig rum in diese Dinger tun. Oder sind das so Zubehör? Nee, das sind doch die richtigen Boxen. Guck mal, du musst das andersrum reintun. Hallo. Ja, die Pokémon Goldene Edition Hard Gold, die habe ich genau dieser Edition vor einiger Zeit verkauft. Weil ich halt, ja, mit dieser, ich habe das einmal angespielt, kam damit überhaupt nicht klar. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das Ding doch gar nicht so günstig ist und habe es dann für einen ja, guten Preis wieder verkauft, ne, irgendwann. Und das sind so einzelne Titel, die ich dann schon mal verkaufe, wenn ich merke, okay, das Spiel interessiert dich wirklich gar nicht. Ne? Und das bringt aber doch ein bisschen was Kohle, dann weg damit. Ne? Genauso wie ich damals Metroid Zero Mission war es ja, glaube ich. Ne? Das habe ich verkauft damals. Und auch Metroid Samus Returns. Ne? So. Okay, weiter. So, dann haben wir hier drei das Spiel. Auch wieder Pokémon jede Menge. Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich tatsächlich durchgespielt damals, fand ich sehr, sehr gut. War auch das erste Spiel, wo mir der 3D-Effekt sehr gut gefallen hat, weil er halt nicht ins Spiel eingegriffen hat, sondern wirklich nur für die Optik, sage ich mal, wichtig war. Und das fand ich ziemlich cool damals. Ever Oasis, auch etwas, was ich immer kaufen wollte, aber es nie getan habe. Ich glaube auch mittlerweile bestimmt teuer, kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir hier oben ein paar Switch-Spiele, auch hier denke ich mal viel Pokémon, natürlich Animal Crossing. Das sind so, okay, du bist, ich würde das mal so behaupten, aus deiner Spiele-Bibliothek heraus, du bist ein typischer Nintendo-Spieler. Ne? Ich sehe hier Zelda, ich sehe Pokémon jede Menge, ich sehe Animal Crossing und natürlich Mario-Spiele. Also das sieht mir sehr nach einem typischen, in Anführungszeichen, ne, gar nicht abwertend gemeint, ich bin selber ein Nintendo-Spieler. Ja, aber geil. Auf jeden Fall, sehr, sehr coole Sammlung. Ne? Dann haben wir hier noch etwas nicht Nintendo-typisches, nämlich PlayStation 2-Spiele. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du da so drin hast, wenn du sonst typische Nintendo-Titel kaufst. Ne? Wir haben Dragon Quest, Attack und die Macht des Juju 2, Crash to Insanity, Star Wars, Castlevania, Dragon Ball, Suikoden 4. Ja, da sieht man schon so ein bisschen, dass du dann, na klar, du hast oben auch ein Silent Hill 2 und 4 und so drin. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass du auch hier dann eher so im Jump'n'Run und im Anführungszeichen Comic-Bereich unterwegs bist. Ne? Ratchet & Clank, Jack & Dexter, Tekken, Simpsons, ja, Dragon Ball. Das ist kein Comic, schon klar, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm.
So, und dann hier noch PlayStation 3. Schon wieder husten, Junge, ich werd bekloppt. Dann PlayStation 3. Puh, so, auch hier würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wobei, da geht das schon so ein bisschen in eine andere Richtung. Klar, auch da wieder Ratchet & Clank sehen wir hier vorne, ne? Hier oben Ratchet & Clank. Brutal Legend. Dead Space. Devil May Cry. DuckTales. Dann aber auch so Sachen wie ein Splatterhouse. Cyber Blood Curse. Ja, okay, ne? Also, man kann im Grunde aber schon so einen Trend bei dir hier erkennen, ne? Was du so alles spielst. Okay, okay, okay. Dann gehen wir noch hier PS4. Was kommt denn noch alles? Oh, jetzt habe ich schon was gespoilert. Um Himmels Willen. Okay, komm, gucken wir erst schnell die PS4 und PS5 Sachen an. Das geht hier relativ zügig. Call of Cthulhu. Dragon Ball Z. Kakarot. Kakarov. Hier die Cowabunga Collection. Die habe ich auch, aber für die Switch. Road 96. Ein sehr, sehr cooles Indie-Game. Hogwarts Legacy. Kena. Jo. Da kann man jetzt gar nicht so. Also Witcher, Dying Light, Dark Souls, Sekiro, okay, das ist jetzt schon wieder sehr krass gemischt, ne? Also da muss ich meinen Nintendo-Spieler so doch zurücknehmen irgendwie. Ja, wobei, man kann ja auch beides sein, ne? Man kann ja auch das alles mögen, wie ich halt auch. Okay, komm aber jetzt hier zum Interessanten, nämlich zum letzten Foto, und zwar zum Super Nintendo in der Vitrine mit Super Mario All-Stars, F-Zero, Super Mario World und natürlich im Hintergrund, wir sehen es, Terranigma in der Big Box. Sehr, sehr cool. Auch etwas oder auch ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch noch gerne hätte, so in dieser Big Box, einfach nur für die Sammlung. Ich habe jetzt Terranigma früher, ja, das war immer so mein Kumpel Daniel, der damals sowas gespielt hat, ne? Auch Illusion of Time habe ich bei ihm mitgeguckt und auch Terranigma. Aber das sind halt trotzdem dann irgendwie so Erinnerungen an früher, und wenn ich das sehe, ja, hätte ich schon Bock drauf, das mir auch so hinzustellen und auch mal reinzugucken dann, ne? Ja, sehr schön, auch schöner Zustand hier vom Super Nintendo, ne? Nicht vergilbt. Ich meine, klar, man sagt ja mal so die Raucher-Edition oder so ein Quatsch, ne? Man kann das ja mit einer bestimmten Technik, sage ich mal, kann man ja dieses Vergilbte wieder wegbekommen. Könnte ich bei meinem mal machen, weil das sieht schon sehr mitgenommen aus. Aber sehr, sehr schön hier auf jeden Fall. Fällt mir gut. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass du in der Vitrine sonst nichts mehr drin hast. Wer haben wir denn die am Anfang in groß gesehen irgendwie? Nee, okay, die Vitrine steht woanders, ne? Okay, das wird mich erstmal interessiert, was in der Vitrine jetzt noch so drin ist. Steht auf der gegenüberliegenden Seite von dem Zelda-Ding, ne? Okay. Gut, vielleicht ist da auch nichts Gaming-Bezogenes drin oder einfach noch gar nichts. Ne? Kann ja auch sein, ne? Wenn du noch nicht so viel hast. Dann ist das natürlich absolut okay, aber sonst hätte mich schon interessiert, was da unten noch so ist. Wenn da nichts drin ist, schreibt einfach gerne mal in die Kommentare. Nun gut, damit würde ich sagen, sind wir auch hier mit dieser Sammlung durch. Jawohl, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Und dann denke ich mal, sind wir beim nächsten Mal, also heute haben wir nochmal drei gemacht, beim nächsten Mal kommen dann die letzten drei Sammlungen. Und das sind, ich kann aber gerade eben hier gucken, das sind die vom Alex P., von Movie Castle 81 und vom Valedo zu guter Letzt. Das war der Letzte, der es noch geschickt hat damals, der es noch quasi mit in diese Runde hier geschafft hat. Und dann haben wir 65 Sammlungen uns angeguckt hier. Und dann machen wir erstmal Pause mit diesem Format. Einige finden es schade, das habe ich schon mitbekommen. Manche sind, glaube ich, ganz froh, dass es dann mal ein bisschen ausfällt. Ich werde mal sehen, dass ich mir was Neues überlege für das Mittwochsvideo dann. Das heißt nicht, dass dann jedes Mal ein Mittwochsvideo kommt, aber so wie jetzt, ne, alle zwei Wochen mal ein Mittwochsvideo, denke ich mal, da fällt mir schon bestimmt irgendwas ein. Und wenn es nochmal irgendwie angezockt ist oder so, ne, könnte man ja auch nochmal machen. Gut, dann würde ich sagen, schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne was in die Kommentare zu den ganzen Sammlungen und zum Format selber vielleicht auch schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!